Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now. Ich wollte mit euch heute ein Virtual Shopping Haul machen, weil es bei H&M neue Sachen gibt und ich mir da gerne ein paar davon bestellen würde. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich in meine Einkaufstasche gemacht habe. Und zwar einmal diese Hose. Steht dran, gemusterte Hose mit breitem elastischem Kordelzug, lockere Passform und schmal zu laufenden knöchellangen Beinen mit Seitentaschen. Ich finde die einfach super bequem so für den Sommer und super luftig einfach. Und ja, die habe ich immer daheim an. Und ja, mir gefällt die echt gut. Dann habe ich mir als nächstes eine Jacke bestellt. Und zwar die hier in Khaki-Grün. Die hat so Nieten an den Brusttaschen. Hier sieht man es. Und die hat innen so Leopardenfell. Schauen, ob das jetzt geht. Genau, hier sieht man es. Ja, Jacke mit Schulterklappen, Frontreißverschluss und Druckknopfleisten steht dran. Ich finde die ziemlich gut jetzt so für einen Übergang zum, also so, ja, für den Frühling auf jeden Fall. Und hat mir die einfach gut gefallen. Als nächstes habe ich mir mit einfach ein ganz normales weißes T-Shirt, so mit Dreiviertelärmeln. Ja, gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Dann habe ich was gesehen und das kommt euch bestimmt bekannt vor. Ich zeige es euch mal. Kommt mal dahin. Genau. Nude Eyeshadow Palette und die schaut genauso aus wie die von Catrice. Und ich habe die mir jetzt sofort bestellt, weil bei uns in jedem DM diese Catrice Eyeshadow Palette ausverkauft ist. Und deswegen habe ich mir die jetzt gekauft. Die schaut genau gleich aus. Also ich glaube nicht, dass da irgendein Unterschied ist. Dann habe ich mir als nächstes mit eine Handyhülle, die einzige fürs 5er iPhone und ich suche schon die ganze Zeit nach einer Hülle in so einer Farbe, in diesem Korall, weil ich einfach finde, dass das gut ausschaut. Genau, die kostet 6,95 Euro. Dann habe ich mir eine Sonnenbrille mit, in Gold, ja so eine, wie sagt man denn dazu, ah genau, Pilotenbrille, ja, genau. Dann als letztes, oh ne, nicht als letztes, dann habe ich mir Schuhe mit. Und zwar Ballerinas mit so Nieten dran. Das sind silberne Nieten, genau. Und ein schwarzer Ballerina, wie man sieht. So schauen die aus. Und dann als letztes, den Pulli, der kommt euch bestimmt bekannt vor, habe ich mir noch den Pulli mit. Hallo, da. Genau. T-Shirt aus meliertem Sweatstoff in dunkelgrau mit Spitzenapplikation. In grau mit Schmucksteinen auf dem Vorderteil. Schmucksteinen? Wo sieht man da Schmucksteine? Fixierte Ärmelumschläge und abgerundeter Saum. Ja, der hat mir einfach gut gefallen. Obwohl ich eigentlich gar nicht so der Totenkopf-Fan bin. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das Ganze zusammen hat gekostet 159,50 oder kostet. Ja, genau, das wollte ich euch sagen.